Wenn dir wichtig ist, dass andere vegan werden, dann kannst du das nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du bist böse, wenn du es nicht machst, weil dann schreckst du mehr Leute ab, als dass du sie zu dir kriegst, sondern du musst es mit Logik machen. Sich dann dabei anderen Menschen auf die moralisch höhere Ebene zu setzen und sagen, du bist böse, du tötest Tiere aktiv und so weiter und so fort, das ist natürlich irgendwo Marketing, weil mit Emotionen kannst du Leute immer beeindrucken und für deine Seite gewinnen. Vor allem, wenn du dann tote Tiere zeigst und so weiter und sagst, du bist verantwortlich, dann kriegst du sie halt auf deine Seite. Aber es gibt ein sehr, sehr gutes Zitat zum Thema Moral. Das Zitat von Friedrich Nietzsche: Die Moral ist der wirksamste Mechanismus, die Menschheit an der Nase ziehend zu schleifen. Moral wird ja oft ausgenutzt, einfach nur, um in eine politische Richtung, eine ideologische Richtung mit anderen Hintergründen zu pushen. Siehe ESG-Narrative, siehe Klima verändert sich, deswegen müssen wir das und das machen. Pandemie ist jetzt passiert, deswegen müssen wir das und das machen. Es wird ja alles politisiert und Moral wird da eben genutzt, weil du mit Moral immer die Menschen emotional machen kannst. Deswegen seid da vorsichtig, schaut für euch individuell, was passt für mich und lasst jeden das tun, was er machen möchte.